Hallo, nun ist es soweit. Weihnachten steht vor der Tür und ich kann es kaum erwarten, da ich Weihnachten und die Weihnachtszeit einfach über alles liebe und über Weihnachten und Neujahr werde ich meine Familie wiedersehen und ja. Und ich kann es einfach gar nicht fassen, dass es schon der letzte Monat in diesem Jahr ist. Wenn ich einfach darüber nachdenke, wie viele Erfahrungen ich in den letzten Monaten hier gesammelt habe, wie ich mich weitergebildet habe, wie sich mein Englisch auch von Tag zu Tag bessert. Es ist einfach nur unfassbar und ich bin so froh, hier zu sein, da ich der Meinung bin, dass ich solche Erfahrungen auch vielleicht nie wieder in meinem Leben machen werde. Und ja. Jetzt kommen wir aber nochmal zu Weihnachten in England. Ich muss sagen, hier in England sind eigentlich alle Häuser geschmückt oder jedes zweite. Es sieht sehr, sehr schön aus und dadurch kommt man auch einfach in diesen Christmas-Mood. Also ja, gefällt mir hier sehr, sehr gut. Ich war auch mit Freunden in Bath. Da waren wir auf dem Weihnachtsmarkt. Ich muss sagen, ich kenne die Weihnachtsmärkte von Deutschland und es war überfüllt. Was ich aber nicht anders aus Deutschland kenne. Und ja, aber es war letztendlich sehr schön, weil ich Bath auch einfach liebe, weil es eine traumhaft schöne Stadt ist. Und es war auf jeden Fall mal ein Besuch wert.